Leute, herzlich willkommen zurück zu Top 11. Die Saison ist zu Ende und wir sind Zweiter geworden, jawoll. Wir haben uns natürlich für die Champions League qualifiziert. Wir sind eine Stufe höher gekommen. Achso. Ja, okay, ich kann es direkt mit anderen Vereinen verhandeln, ja. Champions League wurde ausgelost, ja. Ah. Entschuldigung. So, erstmal hier wieder unsere ganzen Sachen einsammeln. Oder 20 Trainingspunkte, oha. So, Finanzen brauchen wir neue. Docken wollen wir haben. Zack. Und Sponsoren wollen wir auch haben. Zack. Nachrichten, die gucken wir uns nicht alle an. Die blättern wir einfach durch, ne? So, der hier bräuchte einen neuen Vertrag, dann kriegt er den noch. Ja. Du brauchst auch einen neuen. Ja. Wie lange ist der noch verletzt? Okay, morgen, alles klar. Boah, 6 und 7 Trainingspunkte, jawoll. Setzen wir hier uns auch noch schön die Trainingspunkte ein. Und dann schauen wir gleich mal auf den Transfermarkt, würde ich sagen. Hier, Abwehr. Kriegt ihr was dazu? Der natürlich im Sturm. Kriegt auch im Sturm was dazu. Und unser Torwart. So, müssen wir erstmal gucken, wen wir verkaufen können. Die Sterne, du steigst bald auf. Gut, ihr bringt mir Geld, weil ihr bald aufsteigt. $250. Gut. Wie viel können wir für dich bekommen? 300.000. Ah, 325.000, okay, gut. So, wir haben 5 Millionen und 10 Tacken. Schauen wir mal, was auf dem Transfermarkt so los ist. Vielleicht haben wir ja Chancen, jemanden zu ergattern. Nee, hier haben schon mal viel zu viele drauf geboten. Hier, nur einer bisher. Haben wir. Hier sind auch schon wieder zwei, das ist schon wieder Kacke. Ich habe ja nicht allzu viele Tocken. Deshalb müssten wir eigentlich gucken, wen wir sicher bekommen können. Das haben wir doch gerade schon. Oh. Die sind alle schon ganz schön teuer hier mit 2 Millionen fast. Vielleicht kriegen wir den ja noch. Bieten wir nochmal mit drauf. Sieht das aus? Ist klar. Jawohl, und schon die erste Neuverpflichtung, so wie ich das noch sehen. So, die beiden will ich ja verkaufen, packe ich die schon mal nach unten. Was habt ihr denn für eine Moral? Eigentlich ganz gut, außer der Torwart und Barbos. Oh, und jetzt macht Barbos.
Und er kriegt auch bald seinen 30. seinen vierten Stern. Ansonsten kann man mal gucken, gegen wen wir im Pokal und in der Champions League ran müssen. Pokalspiel haben wir heute schon mal verloren vor einer Stunde. Oh, hier mit 5 Sterne, obwohl der gerade erst aufgestiegen ist, denke ich mal. Da hat auch Einspielersterne. Ein. Gott, nee, jetzt komme ich ganz durcheinander. Ein Sternenspieler, so. Schauen wir mal die restlichen im Pokal an. Der hier scheint schlechter zu sein als ich. Ja. Aber der hier ist besser als ich. Ja, geht. Der hier ist aber eindeutig schlechter als ich, oder? Ja, der hat nur einen 5-Sterne-Spieler. So, ich mache dann hier erstmal kurz Pause und ich klicke dann gleich wieder rein, wenn die Zeit abgelaufen ist. So, sind wir auch schon wieder. Schauen wir mal, ob wir den Spieler jetzt auch bekommen. Okay, nur wir beide bieten. Ich habe gerade schon mal sein Profil angeguckt. Und er ist gerade dabei, sein Team zu verbessern, wie ihr sehen könnt. Hier ist er schon bei 4- und 5-Sterne-Spieler angelangt. Und hier hat er natürlich auch einen Sternenspieler. Der wird da wahrscheinlich auch mehrere Token haben, denke ich mal. Aber wollen wir nicht zu früh urteilen? Vielleicht haben wir trotzdem eine Chance. Und übrigens habe ich gerade schon mal eingestellt, wegen meinem neuen Spieler, dass der jetzt meine ganzen Freistöße macht, weil er ist ja Freistoßspezialist. Wenn wir den Spieler haben, dann würde ich sagen, schauen wir morgen nochmal auf den Transfermarkt, weil heute reicht es dann erstmal, wenn wir neue, also wenn wir tatsächlich zwei neue Spieler hätten. Ja, siehst du, da bietet er schon mal. Ich hab's gewusst. Ich hoffe, der hat nicht mehr allzu viel Token. Komm schon, nicht bieten, nicht bieten, nicht bieten. Verdammt! Der ist auch so einer, der in der letzten Sekunde noch bieten muss. Ist doch Kacke. Okay, ich mach selber, aber die Gegner sollen das doch nicht machen. Guckt euch das an, wieder in der letzten Sekunde. Komm schon, der darf keine Token mehr haben. Ich habe nur noch 4. Oh, das gibt es doch nicht. Kann er nicht mehr aufhören zu bieten jetzt? Ich will ihn haben. Ja! Wir haben ihn, jawohl! Hat doch funktioniert. So, der hier hat aber schon 4 Sterne. Dann würde ich den hier eigentlich lieber auf die Position spielen lassen. Ja, es ist zwar eigentlich Mittelfeld links, aber Mittelfeld rechts wird wohl auch kein Problem sein, denke ich mal. Moral ist auch ganz okay. Sehr schön. Da bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.